Ja, willkommen zurück zum nächsten Video für Programmieren 2 an der OTH Regensburg. Und in diesem Video schauen wir uns Updates und Erweiterungen in Visual Studio an. Das ist jetzt das letzte Video, bevor wir uns dann tatsächlich mal an Coden in C Sharp ranmachen. Ja, in Visual Studio gibt es hier oben in der rechten Ecke, links neben der Quick Launch Leiste, ein Fähnchen für die sogenannten Notifications, also Benachrichtigungen. Und in diesem Fenster, das jetzt hier hinzugefügt wurde bei mir, gibt es eben Updates oder Nachrichten zu Updates für Visual Studio. Und man sieht hier eben, dass die Microsoft Office Developer Tools aktualisiert wurden. Und wenn ich jetzt hier draufdrücken würde, dann würde ich eben zu den Extensions and Updates Dialog kommen, in dem eben die aktuellen Updates zur Verfügung stehen. Wie komme ich sonst zu diesem Dialog? Den findet man eben über Tools oben in der Menüleiste und dann Extensions and Updates. Genau. Ja, in diesem Dialog sieht man hier auf der linken Seite einmal die installierten, die ich schon habe. Man sieht, ein paar habe ich. Dann findet man unter dem Punkt Online eben Updates, die übers Web verfügbar sind. Und was ich dann tatsächlich gleich empfehlen würde, ist die Productivity Power Tools 2013. Das ist eben ein Satz von Funktionalitäten, die Microsoft selber noch programmiert hat und standardmäßig mit Visual Studio jeweils rausgibt, wenn die neueste Version erscheint. Wenn man mehr über diese Sachen erfahren möchte, dann drückt man einfach mal hier auf diesen Link. Und dann sieht man eben, kommt man auf die Visual Studio Gallery, die ebenfalls in der MSDN letztendlich gehostet wird. Und hier erfährt man dann noch ein paar mehr Sachen für das jeweilige Tool. Was ich eben wirklich empfehlen werde, wäre diese Productivity Power Tools zu installieren, weil sie eben unter anderem die Code Completion noch etwas erweitert und noch ein paar andere lustige Features hinzufügt, wie zum Beispiel die, ja, ich zeige es nachher. Prinzipiell muss man immer ein solches Update oder so ein Plugin, eine Extension auswählen und sagt dann Download, dann wird die entsprechende Datei downgeloadet. Man kann dann am Anschluss das Ganze installieren. Und dann muss man im Normalfall einmal Visual Studio neu starten, damit dann das Plugin auch tatsächlich geladen wird. So, unter dem Punkt Updates findet man hier dann öfters mal Updates zu bestehenden. Also man sieht hier zum Beispiel, dass die Productivity Power Tools für mich ist dann Update bereit. Dann sage ich einfach, ich mache das jetzt mal. Und ja, es kommt ein Install-Dialog und im Endeffekt muss ich dann einmal Visual Studio neu starten. Ich führe gleich nochmal das andere Update aus. Und ja, also NuGet Package Manager ist standardmäßig bei Visual Studio dabei. Genau. Und nachdem man eben Updates installiert hat, also wie gesagt, für die Vorlesung selbst brauchen wir jetzt diese Office Developer Tools nicht. Die sind halt für Programmierer gedacht, die Microsoft Office erweitern wollen. Da sind diese Updates für die vorteilhaft. Aber ansonsten braucht man das nicht. Was noch wichtig ist, ist, es gibt Produktupdates, die ungefähr alle 2, 3 Monate von Visual Studio erscheinen. Die heißen dann einfach Visual Studio Update 1, Update 2 und so weiter. Ich glaube im Dezember, Anfang Dezember oder Ende November ist eben Update 1 für Visual Studio gekommen. Oder war es später? Ich bin mir nicht sicher. Update 2 steht jetzt auch in den Schlaglöchern. Also jetzt ist gerade der 13.3., wie man unten rechts lesen kann. Und diese generellen Updates für die komplette Visual Studio IDE, die würde ich auch empfehlen, dass man die auf jeden Fall installiert. Einfach. So. Wenn man dann Visual Studio einmal neu startet,
dann bekommt man eben die aktuellen Updates eingespielt oder die Extensions aktiviert, die man gerade installiert hat. Und die meisten Extensions kann man auch noch konfigurieren. Das Ganze sieht dann so aus, dass wir im unter Tools auf Options gehen und dann kommt der Optionen-Dialog. Und hier sind eine ganze Menge von Einträgen aufgelistet, unter anderem eben auch hier die Power Productivity Tools. Und diese Tools, da ist standardmäßig eben alle diese Punkte an. Ich muss jetzt mal kurz schauen. Genau, also was ich immer deaktiviere, ist eben Control und Click to go to Definition. Dann das Custom Document Well nehme ich raus und den Structure Visualizer. Das sind alles Sachen, die man nicht braucht. Der Structure Visualizer ist eben hier diese extra Linien, die noch bei den unterschiedlichen Codeblöcken eingezeichnet werden. Das brauche ich persönlich nicht. Control und Click wäre eben, wenn ich über ein bestimmtes Symbol in meinem Source Code gehe und Steuerung gedrückt halte und währenddessen auf dieses Symbol klicke, dann komme ich automatisch zu dessen Definition. Braucht man an sich auch nicht, weil das Ganze auch über den Shortcut F12 geht, wenn man im Editiermodus ist. Und das Custom Document Well sagt einfach bloß aus, dass hier oben die Tabs etwas anders aussehen als im Normalfall. Und das brauche ich selber auch nicht. Also ich persönlich habe eben diese drei Sachen deaktiviert. Wer will, kann sie aber natürlich gerne anschalten. Genau, und ansonsten kriegt man hier eben noch einige Sachen mitgeliefert, die eben sehr, sehr schön sind. Und also der Sinn hinter diesen Productivity Power Tools ist eigentlich, dass Microsoft eben 10 Jahre, glaube ich, standardmäßig auf seine Produkte vergibt. Aber der Code in diesen Extension, in diesen Productivity Power Tools, der soll eben nicht 10 Jahre unterstützt werden. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum das nicht direkt in Visual Studio mit eingearbeitet ist von Anfang an. Okay, das sind eigentlich so die Punkte, die man noch beachten muss, was Updates und Erweiterungen von Visual Studio angehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Video starten wir dann tatsächlich auch das Coden.